So. So, da kann ich auch noch mal mehrmals failen. Vor allem, wenn die Wache da unten gerade in der Wand backt. Und gerade runterfällt. Und jetzt wahrscheinlich stört und die und ich sag, auch nicht gesagt werde, ich wurde entdeckt. Na, egal. Gutes Gelingen, Freunde. Mein Gott! Mein Gott! Warum? Warum hast du mich verlassen? Merda. Welches Kreuz ist Pietros? Hört! Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe! Wartet, und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht! Mich dürstet sehr! Mich dürstet sehr! Ja, du wirst nie mehr trinken! Aus deinen Wunden fließt. Nun, Longinus, nimm den Speer zur Hand. Ja, nimm den Speer und du unverzagt, was dein Herr und Meister dir gesagt. Was? Die gute und längst überfällige. Wer hat mich denn entdeckt jetzt? Naja, okay. Aber es, ich weiß schon mal, ich habe schon mal einen guten Weg gefunden. Aus seinen Wunden fließt. Nun, Longinus, nimm den Speer zur Hand. Ja, nimm den Speer und tu unverzagt, was dein Herr und Meister dir gesagt. Die gute und längst überfällige Tat. Ich werde tun, was er mir gesagt. Doch ihr seid, der wird angeklagt. Nicht zu wissen, ich vermag, ob es bös ist oder gut. Oh, ich erkenne dich. Okay, runter. Herr, auf der Hand und auf dem Speer fließen Blut und Wasser. Und meine Augen lügen nicht. Ich sehe Ich muss auf die Bühne. Hä?
Herr, wo kommt dies Wasser her? Oh je, und wehe mir. Ist noch Romulus Grab. Was habe ich getan? Den Mann vor mir, vergebe mir, erschlug ich an seiner Stadt. Um Gnade, Herr, flehe ich nun, denn ich war nicht, was ich tat. Jesus, oft hörte ich sie sagen, dass Blindheit tut. Ach, Herrgott, was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen, denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf dass er begraben wird. Ich werde euch helfen, ihn angemessen beizusetzen. O Pilatus, hochverehrt, so ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, lasst mich legen in ein Grab. So. Josef, stets bereit in gutem Glauben. Wenn der Centurio sagt. Ha. Ihr könnt Pietro nicht retten. Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher. Ich bin noch nicht tot. Ich kam nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. Schneidet ihn ab. Das haben wir aber nicht geprobt. Haltet die Wachen fern. Intervention. Pietro aus dem Kolosseum und zum nächsten Doktor tragen, damit er nicht an dem Gift in seinem Blutkreislauf stirbt. Nicht schwimmen. Okay. Wir kommen, um zu helfen. Stoppt die Wachen! Dann helft auch! Halt! Sofort anhalten! Wer seid ihr? Euer Retter! Ihr wandert im Pit! Komm! Man hat ihn vergiftet. Diese Blässe. Cantarella. Trinkt dies. Schnell! Wartet einen Moment. Es geht mir etwas besser. Ein Adalas wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken. Ich... Den Schlüssel zur Engelsburg. Los! Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare weiß von euch und Lucrezia. Hier. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Un momento! Ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. Dreckskerle wie du, komm hier! Ergreif den Bastard! Glaubst du, ich stehe hier zum...
Nein, nicht den töten! Doch nicht den töten! Denn ich behindert. Gott. Oh Mann. Okay, nochmal. Oh Mann, er steht schon direkt unter dem schlechten Zeichen. Warum floht ihr? Ich... Ihr seid der Verräter, nicht Machiavelli. Lang leben die Borgia! Merda. Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. Wir müssen so schnell laufen. Oh Scheiße. Ich will ja doch 100% in solchen theoretisch einfachen Aufgaben. Oh Gott, okay, dann mach ich's doch mal. Ich will die 100% haben. Ja, scheiße, Zeit abgelaufen. Mach ich nochmal. Okay, ich kann hier kurz markieren. Grobian, ich muss hier einen Freund retten.
habe den Verräter entdeckt. Was? Einer der unseren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Wieder stehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja, danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Niccolo. Wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Jesu diesmal 3 Tage früher auferstanden. Mindestens.